Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute gibt's was über die Datenkrake Facebook. Wir zeigen euch, wie ihr alte Nintendo-Spiele in 4K zocken könnt. Und wir werden über das neue OnePlus 3T sprechen, das Smartphone. Bis gleich. CT-Uplink. Hallo, willkommen zurück im Keller. Wir werden heute uns Themen klauben aus der CT24, die gerade am Kiosk ist. Und mein Name ist Hannes Schirulla. Ich habe mir mal überlegt, ihr könnt ja einfach mal selbst erzählen, was ihr für Themen mitgebracht habt, bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole, mit mir dabei sind. Ja, also ich bin Dennis Schirmacher. Ich mache eigentlich so Security-Gedöns. Heute zocke ich aber Nintendo-Spiele in 4K mit einem Xbox-Controller. Mal ein bisschen Spaß zwischendurch, ja. Zwischen den ganzen Katastrophen. Mhm. Ja, ich habe das Titelthema mitgebracht, nämlich Facebook, die Datenkrake. Und erzähle dazu mal ein bisschen was. Jo Barger ist mein Name. Ich bin Jörg und ich erzähle gar nichts vom Heft Jörg Wirtgen, sondern wir sprechen über das 3T von OnePlus. Das ist es noch nicht. Das ist es nicht, genau. Hey, wir haben das OnePlus 3 nicht da. Super. Ja, nee, genau. Ja, fangen wir einfach mit dem ernsthaften Thema an. Datenkrake klingt ziemlich angsteinflößend. Es ist immer wieder Thema irgendwie, wie böse Facebook ist, was die alle sammeln, aber wir sind alle immer noch da, glaube ich, oder? Oder wir sind da jeden Tag auf der Seite. Was sammelt Facebook? Wie sammelt es? Und warum sollten wir alle Angst haben? Ja, wir haben uns diese Geschichte aus dem August als Anlass genommen, nochmal genauer hinzugucken. Im August wurde ja bekannt, dass WhatsApp jetzt doch trotz aller Zusagen Daten an Facebook überträgt. Ja. Und alle Leute so, oh Gott, kann ich jetzt noch WhatsApp verwenden? Aber keiner, oh Gott, kann ich jetzt auf Facebook verwenden. Irgendwie bei Facebook scheint sich jeder damit arrangiert zu haben. Dabei ist es ja eigentlich Facebook, wo die Daten hinfließen. Wir hatten halt schon mehrere Geschichten zur Datenkrake Google und irgendwie bei Google ist klar, Datenkrake. Bei Facebook hatten wir das aber eben noch nicht. Woran liegt es denn, dass man das bei Google so, dass es irgendwie klar ist, jeder geht da schon mit so einem Sarkasmus ran halt irgendwie bei Google und bei Facebook, hat es damit zu tun, dass man das nicht so richtig wahrhaben will oder ist es einfach irgendwie ordentlich getarnt bei Facebook, dass die, das ist ja das Geschäftsmodell, die Datensammlung und die Werbung, die daraus generiert wird, oder? Genau, ja, im Grunde das gleiche Geschäftsmodell wie bei Google auch. Google hat einfach, weiß ich, schon früher irgendwie an seinem Leumund gearbeitet oder so und war offensichtlich schon früher bei den Datenschützern auf dem Radar. Schlechtere PR und Lobbyarbeit und vielleicht. Vielleicht sind die Leute bei Facebook auch einfach fed up, die wollen das einfach alle nicht mehr hören oder so. Letztlich ist es ja auch so, bei Facebook gibt man ein Stück weit halt auch gezielt seine Daten hin. Man weiß, was man da veröffentlicht, liest auch Facebook mit. Da ist es eigentlich scheint es sehr transparent zu sein, dass man da eine Menge halt hinterlässt. Aber es sind halt auch eben noch wesentlich mehr Daten. Ne? Was sammelt denn Facebook alles? Also wie gesagt, zum einen die Sachen, die ich persönlich dort halt hinstelle, zum Beispiel meine Fotos, meine Texte, ist klar, dass sie initiiert werden. Aber Facebook wertet auch aus, was ich dort auf der Seite mache, welche Videos ich wie lange angucke, in welche Posts ich reinklicke, wo ich was like. Da werden meine Aktionen schon ausgewertet. Dann können Dritte mich zum Beispiel taggen, also zum Beispiel mich bei einem Foto markieren. Da werde ich dann auch wieder sichtbar für Facebook und aber auch außerhalb des Netzwerks. Also auch wenn man selbst gar nicht agiert, man hat da dann wirklich sehr wenig Kontrolle drüber, oder? Genau. Bei den Texten, da machst du ja nichts eigentlich. Bei den Texten macht man gar nichts. Man kann es so einstellen, dass man diese getaggten Bilder freigeben muss, bevor sie öffentlich werden. Aber Facebook weiß es ja schon. Facebook weiß es schon, genau. Facebook weiß so viel schon. Auch außerhalb der Plattform Facebook halt. Ne? Also auf jeder Website, wo so ein Like-Button eingebettet ist, das ist nur so ein kleines Ding, man sieht es kaum, aber da wird jedes Mal ein JavaScript von den Facebook-Servern geladen und mitunter auch Cookies gesetzt, sodass Facebook einen nachverfolgen kann. Also auf allen Webseiten, die sowas installiert haben, weiß Facebook, wann ich die wo aufgerufen habe. Das ist dann die Krümelspur, die man quasi durchs Internet sieht. Genau. Und letztlich gibt es dann noch so als Sahnehäubchen die Möglichkeit für die Werbetreibenden,
die Datensätze, die Facebook hat, noch mit externen Daten von professionellen Adresshändlern ja nochmal aufzupeppen halt. Mhm. Also so Firmen wie Axiom oder Datalogix oder so, die das halt das reine Daten hin und her schaufen als Geschäftsmodell haben. Okay. Und wie finde ich das denn jetzt überhaupt mal? Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit rauszufinden, was Facebook alles über mich weiß? Also du hattest jetzt schon die offensichtlichen Sachen erwähnt, wenn ja. ich selbst was poste, aber da fließt ja ganz viel noch ein, was ich ja offensichtlich nicht unter Kontrolle habe. Kann ich das irgendwie rausfinden, was da schon alles liegt? Naja, die Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe, eher schlecht. Ich meine, Facebook gibt natürlich jetzt mittlerweile eine Menge Möglichkeiten, erstmal überhaupt zu gucken, was ich habe an Informationen, was ich veröffentlicht habe. Man kann sich die Sachen auch aus der Perspektive von anderen Anwendern angucken oder so. Ne? Mhm. Was kann denn mein Chef auf Facebook sehen? Mhm. Die Partyfotos, ne, die nehme ich dann lieber vielleicht dann mal in den privaten Freundeskreis zurück. Mittlerweile kann man auf Facebook auch sozusagen aus Werbersicht sehen, halt, also wie Facebook mich einschätzt. Also zum Beispiel, von welchen Themen glaubt Facebook, dass ich mich dafür interessiere. Also das sind dann nicht unbedingt Themen, wo ich halt Like gesagt habe, sondern einfach, wo ich mit bestimmten Inhalten interagiert habe und Facebook schließt daraus. Weil du mal irgendeinen Artikel gelesen hast oder Artikel was? Artikel gelesen, irgendwas gemacht habe. Ja, okay. Und Facebook schließt daraus. Für welche Themen ich mich interessiere. Das kann ich dann auch korrigieren oder so. Mhm. Also bei mir war da zum Beispiel irgendwie, Facebook ist jetzt davon ausgegangen, dass ich mich für die Bibel interessiere. Ist nicht wirklich der Fall. Ich weiß nicht auch nicht, wie Facebook darauf gekommen ist. Und das kann man, solche Themen kann man dann weglöschen. Ach, vielleicht mal ein Vorschlag oder so. Ja. Genau. Okay. Facebook macht ja nur so eine Positivbewertung. Also sie sagen immer nur, du magst es, aber ob du dich mit irgendwas auseinandersetzt, weil du es gerade nicht magst und dagegen argumentieren willst, das kriegen die ja gar nicht mit, ne? Zumindest geben sie es nicht auf der Oberfläche preis. Also ich bin mir nicht sicher, ob das alles, was man sieht, was Facebook einem an Kontrollmöglichkeiten gibt, ob das wirklich alles ist, was Facebook über einen weiß, was da so im Hintergrund von einem halt noch so an Datensätzen gehalten wird. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel auch, also ich muss gar nicht bei Facebook sein, Facebook kann aber sehr wohl Dinge über mich wissen. Nämlich zum Beispiel meine Telefonnummer und meine sozialen Netzwerke. Ganz einfach dadurch, dass andere Leute ihre Adressbücher hochgeladen haben und abgeglichen haben und ich dort mit meiner Telefonnummer stehe. Das ist dann immer so ein ganz toller Aha-Effekt von neuen Leuten bei Facebook, die dann schon ihr komplettes soziales Netzwerk vorfinden. Also Facebook macht ihnen dann die Vorschläge hier, die Leute, kennst du die nicht? Und dann ist es tatsächlich so. Also hast du es eigentlich gar nicht unter Kontrolle? Also als Außenstehende, als Nicht-Anwender, kann ich höchstens ein Stück weit kontrollieren, also wie mich Facebook auf Webseiten verfolgt. Da kann ich halt so ein neutrales Cookie setzen lassen, sodass ich da nicht für die Zwecke des Marketings verfolgt werde. Was diese Telefonnummern betrifft, nee, da bin ich auf meinen Freundeskreis angewiesen. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel als ein solcher Freund aus Versehen, passiert ja, man wird ja oft so gedrängelt halt, Adressbücher hochzuladen. Mhm. Wenn ich das aus Versehen getan habe, kann ich diese Adressen auch wieder löschen lassen, sagt Facebook. Okay, weil ich wollte gerade sagen, also ob jetzt meine Datenbank auf einem Server in den USA irgendwo dann wirklich gelöscht wird. Also gelöscht wird ja sowieso eigentlich nichts mehr, nirgendwo. Es ist ja immer irgendwo archiviert und gebackupt und weiß ich was. Darauf kann man sich ja dann auch nicht verlassen, oder? Nee, das haben wir auch oft in den Artikel reingeschrieben, dass wir es eigentlich gar nicht so genau wissen. Mhm. Ich meine, Facebook wirbt mit seiner Transparenz jetzt auch mit der groß angelegten Werbekampagne gerade, also auch so richtig offline. Mit Plakaten und allem, oder? Letztlich, was die eigentlich mit den Daten machen, weiß man nicht. Ja. Also es gibt ja jemanden, der sich sehr intensiv mit Facebook auseinandersetzt, auf rechtlicher Ebene, der Max Schrems, ein Österreicher, der Facebook auch auf verschiedenen Ebenen verklagt hat. Und der hatte ganz früh, vor vielen Jahren, mal so einen kompletten Datensatz so richtig ausgedruckt, ausgehändigt gekriegt. Und da waren einige Sachen noch plötzlich vorhanden, von denen er eigentlich ausgegangen war, dass sie gelöscht wurden. Aha. Dass es sie gar nicht mehr geben durfte. Insofern, Facebook sagt zwar, man kann auch zum Beispiel raus und man kann seinen kompletten Account löschen und dann ist dann auch alles weg. Aber wirklich verlassen kann man sich nicht darauf.
Überhaupt nicht, oder? Also, es gibt keine Kontrollinstanz, es gibt keine amerikanische Datenschutzorganisation, die wirklich eine Schraube hätte, mal in die Datenbank reinzugucken und zu kontrollieren, was da genau passiert. Was ich mich noch frage, ich meine, du kannst ja dein Profil irgendwie auf privat stellen. Dann kann das ja nicht jeder angucken, aber für Facebook spielt es ja keine Rolle. Also, ob ich das jetzt privat oder öffentlich einstelle, kriegen die Daten ja so oder das so. Das liegt ja trotzdem dort. Ja. Facebook liest immer mit. Also auch du erwähntest ja vorhin diese Perspektive, dass man die Perspektive von anderen Nutzern einnehmen kann oder von bestimmten Gruppen. Das hat ja alles keinen Einfluss auf den Konzern. Das liegt ja trotzdem alles dort dann erstmal. Das liegt trotzdem erstmal dort. Ich habe es mal probiert, meine Daten zu erfragen. Da weiß nicht, vor ein, zwei Jahren oder sowas war das ja auch so eine Welle, wo dann irgendwie dann ganz viele angefangen haben, das bei Facebook dann auch zu fordern halt. Und seitdem gibt es halt irgendwo einen kleinen Bereich, wo Facebook auf Anfrage halt automatisch so eine ZIP-Datei oder sowas erstellt, wo dann alles drin sein soll. Habe ich mir dann auch runtergeladen. Das, was dann drin war, war halt das, was ich halt auch so sehe, plus nochmal irgendwie meine Interessengebiete, die er halt erzeugt hat. Aber große Überraschungen waren dann nicht drin und da war auch keine Ergebnisse drin, die irgendwie durch Big Data Analyse oder sowas passieren. Ne? Dann habe ich weitergelesen, dass um diesen richtigen Datensatz zu bekommen, auf den man wohl auch ein Recht hat, soweit ich weiß, also diese Informationen über sich selbst einzufordern, dass man den halt per Brief erfragen kann bei Facebook. Aber das Unternehmen, ich habe es noch nicht probiert, aber das Unternehmen wohl seit längerer Zeit wohl auch nicht mehr darauf reagiert. Und die zweite Möglichkeit dann nur noch ist, sich in Irland zu beschweren, die ja auch nicht allzu bekannt dafür sind, dass sie dann auf sowas eingehen. Habt ihr das mal durchexerziert? Oder? Nee, haben wir nicht durchexerziert, aber da gibt es ja genug Beispiele, dass Facebook zum einen halt einen sehr langen Atem hat, was solche Anfragen betrifft. Und ja, in Europa berufen sie sich immer auf die irischen Datenschützer. Das ist ein ganz kleines Büro, wenn man so will. Und die haben in der Vergangenheit auch nicht mehr immer die große Lust ausgestrahlt, besonders aktiv zu werden gegen Facebook, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also sie schaffen es immer sehr gut, sich da rauszuziehen aus irgendwelchen Dingen, die unangenehm sind. Deshalb hat es uns auch überrascht, dass, nachdem das Heft jetzt gedruckt war, Facebook erstmal, was diese WhatsApp-Geschichte in Rückzieher gemacht hat in Europa und das erstmal auf Eis gelegt hat, um mal zu hören, was denn die Datenschützer so von ihnen gerne haben würden. Das passt jetzt natürlich gar nicht unbedingt zu dem Titelschwerpunkt, dass sie da auch gerade jetzt als das Heft raus ist, so einen Rückzieher gemacht haben. Aber ich glaube, früher oder später schalten sie das trotzdem wieder scharf. Das heißt, es fließen momentan keine Daten von WhatsApp zu Facebook? Das war ja sowieso in Deutschland ausgesetzt aufgrund einer Anweisung des hamburgischen Datenschützers. Facebook-Zentrale sitzt ja in Hamburg. Und jetzt haben sie das europaweit ausgeweitet. Okay. Aber erstmal temporär und das, was schon rübergeflossen ist, bleibt ja wahrscheinlich auch erstmal da. Ja, hierzulande ist ja gar nichts rübergeflossen. Und das ist ja auch, also diese Geschichte von WhatsApp ist immer ziemlich aufgebauscht worden. Es geht ja nur um die Telefonnummer und um die Nutzungszeiten. Und diese Telefonnummer, die dient im Grunde auch nur dem Abgleich. Anhand der Telefonnummer kann man dann halt sehr schön sehen, aha, okay, das ist der WhatsApp-Nutzer mit der Telefonnummer, der passt zu dem und dem Facebook-Profil. Also ich denke, die Nummer ist da nur zum Abgleich und es geht dann letztlich nur um die Nutzungszeiten, die im Vergleich zu dem anderen, was Facebook über mich weiß, wirklich nicht bedeutend sind. Okay, also es ist eher ein winziger Teil im Gegensatz zu dem, was man dann auf der Seite direkt lässt. Ja. Genau, ja, deshalb halt zur Grundfrage, kann man WhatsApp weiter nutzen? Ja, die Daten dort sind Ende zu Ende verschlüsselt. WhatsApp und Facebook kriegen nicht mit, was ich mit meinen Kommunikationspartnern austausche. Die kriegen nur so Meta-Informationen wie Nutzungszeiten mit. Im Grunde ist WhatsApp auch für Selbsthilfegruppen das geeignetere Medium als geschlossene oder geheime Gruppen auf Facebook selber. Was heißt Nutzungszeiten? Kriegt Facebook dann auch mit wem ich spreche? Also können die nur Nutzungszeiten korrelieren? Die wissen nur, wenn man selber guckt. Ja. Gibt es denn jetzt irgendwas, was ich machen kann oder hast du Tipps einfach für jemanden, der halt weiter Facebook nutzen möchte, aber halt möglichst irgendwie mit kleinem digitalen Fußabdruck da durchgehen möchte? Also ich finde jetzt, also nicht nur was Facebook betrifft, sondern so digitale Medien ganz generell,
den Grundsatz nicht falsch, nur Dinge von sich preiszugeben, die man auch Fremden auf der Straße zeigen würde. So kann gar nicht passieren, dass Dinge in falsche Kanäle kommen und plötzlich in irgendeiner Öffentlichkeit erscheinen, wo ich sie nicht haben will. Also das wirklich als öffentlichen Raum zu sehen. Ja. Und vielleicht wahrscheinlich auch manchmal drüber nachzudenken, ob man das in 2-3 Jahren noch so stehen lassen möchte. Muss man diese, Partyfotos oder so, muss man die in einem digitalen Medium, also es muss ja nicht Facebook sein, sondern Google Fotos oder was auch immer, muss man die da wirklich stehen haben oder reicht es nicht, dass man die irgendwie auf seinem Smartphone ohne Synchronisation hat und die den Kumpels dann so mal zeigt? Okay, also lieber nochmal 2-mal überlegen und sich wirklich halt immer beobachtet fühlen auch eigentlich. Ja. Klasse. Ja. Wie sieht das rechtlich aus? Ist das jetzt eigentlich alle, also die sammeln wirklich Massen an Daten, wirklich, auch wenn du es gar nicht willst, wenn du gar keine Geschäftsbeziehung quasi zu denen hast, wenn du gar nicht Nutzer und Kunde bist du sowieso nicht, ist das alles so rechtens? Ist das alles legal in dem Umfeld? Naja, das wird ja momentan auf verschiedenen Ebenen getestet. Also der Max Schrems, den ich schon erwähnte, der hat es ja geschafft, einen großen rechtlichen Rahmen zwischen der EU und den USA zu kippen, nämlich das sogenannte Safe Harbor Abkommen, nachdem halt in der Vergangenheit US-Unternehmen halt europäische Daten verarbeiten durften. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, weil amerikanische Dienste halt auf die Daten zugreifen können. Jetzt ist da was Neues installiert worden, das wird jetzt auch wieder überprüft. Aber es gibt noch andere Klagen, auch von Schrems wieder, wo es ganz grundsätzlich darum geht, ob die Datenschutzbestimmungen von Facebook überhaupt legal sind. Aber Facebook hat viel Zeit, viel Geld, kann sich die besten Anwälte leisten und das dauert einfach. Okay, also es ist noch in der Diskussion im Endeffekt. Ja. Okay, gut. Dann wollen wir es erstmal so stehen lassen. Irgendwie ist es so ein bisschen bitter immer das Thema, ne? Weil so, also habt ihr immer drüber nachgedacht, von Facebook wegzugehen? Ernsthaft? Ja, wohin denn? Ja. Man ist dann auch irgendwie. Es ist halt nicht so, dass man sagt, mein Gott, dann wenn es dich stört, dann hau halt ab, ne? Sondern es kommen halt immer die Facebook-Killer, ne? Und dann sieht man da mal rein und da sind dann so ein paar IT-Journalisten, die man kennt und sonst keiner. Ja. Toll. Was nutzt mir eine soziale Plattform, wenn da niemand ist, mit dem ich mich austauschen kann? Und selbst die Alternativen, die bislang aufgepoppt sind, die sind ja genauso schlimm wie Facebook. Also es wäre halt nur einfach mal was anderes. So, ne? Ja, es gibt ja so Sachen wie Diaspora oder so, das ist ja mal kurz hochgehypt worden, aber da, Diaspora, das sagt ja schon der Name, da ist niemand. So ein bisschen wie WhatsApp, ne? Wo auch alle diskutiert haben, wir wollen jetzt weg, aber ein Messenger kann technisch völlig überlegen sein oder auch so eine Plattform, eine Social-Media-Plattform. Es nützt halt nichts, wenn da die Kumpels nicht sind. Ne? Ja. Gut. Jetzt mal einfach zu einem einfacheren Thema, zu was wirklich sehr technischen wieder. OnePlus, die sagenumwogene Firma. Vielleicht die allerersten Worte, wer ist ein OnePlus überhaupt? Vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen. Ja, OnePlus ist ein chinesischer Hersteller. Ja. Sie gehören wohl zum gleichen Konzern wie Oppo und irgendwie wie, wo war irgendwie noch so ein kleiner, den man hier nicht kennt. Ja. Wer kennt es nicht, genau. Sie bauen bisher Smartphones, die ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben und das OnePlus 3, also deren drittes oder viertes Modell so ungefähr, sie haben nicht alle durchnummeriert, hat 400 Euro gekostet und hat tatsächlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade das ist es. Ja. Das haben wir noch da. Das 3T, das neue, wird ganz genauso aussehen. Von daher können wir das jetzt auch so in die Kamera zeigen. Okay, also wir tun jetzt einfach so, als wäre das neue. Das ist irgendwo, wird da ein T stehen. Also wir haben vor kurzem das 3T halt vorgestellt. Ne? Und das geht ja immer sofort durch alle Blogs und über Twitter und weiß ich wo. Alle warten immer drauf und manche sind auch richtig geil drauf. Ja, ja, genau. Also, wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses oder was ist es? Es ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und es ist so dieses Underdog-Dingens. Man kriegt für wenig Geld ein richtig gutes Ding und es fühlt sich wertig an. Es hat ein super Display, es hat ein super Gehäuse. Man merkt, dass da ein Konzern hinter ist, der nicht auf billig macht, sondern der die Preisspanne woanders irgendwie ein bisschen runterkriegt. Durch einen Vertrieb zum Beispiel. Das größte Problem beim OnePlus ist, es hat eigentlich keinen echten deutschen Vertrieb, sondern die liefern direkt aus China. Sie liefern auch nach Deutschland und man hat auch so eine Art 15-tägiges Rückgaberecht, aber es ist
keine echte Gewährleistung. Also man kann sich nicht darauf berufen, wenn es wirklich Ärger gäbe. Ganz genau. Ja, wir haben noch von keinem Fall gehört, dass es schiefgegangen wäre, aber auch noch von keinem, dass es überhaupt funktioniert hätte. Aha. Von daher ist man ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Der Support ist hauptsächlich englischsprachig und wenn es kaputt ist, muss man es wahrscheinlich nach China einschicken und ist es dann erstmal ein paar Wochen los. Aber prinzipiell, es gibt eine Webseite, die auf Deutsch ist, eine Shopseite, ne? Ja, einiges ist auf Deutsch, nicht alles so ungefähr. Okay, man kann in Euro bezahlen und kriegt es problemlos an deutsche Adressen geliefert und es gibt auch eine Supportnummer mit einer deutschen Nummer. Stichwort Versand und Zoll, muss man da irgendwie fett drauf zahlen oder auf was achten? Soweit wir nach unseren Erfahrungen wissen, man zahlt seine 499 Euro bisher, keine Versandkosten und dann hat man Ding nach ein paar Wochen, zwei, drei Wochen oder so zu Hause. 399, genau, 400. Für das Alte. Für das Alte, genau. Ja, für das Dreier. Genau. Dreier, also ich glaube, ich habe es sogar getestet. ja, also für den Preis war super, ne? Full HD Display, irgendwie ein schneller Prozessor, ordentliche Kamera etc. So. Mhm. Wenn du einen Batzen mehr Geld ausgibst, kriegst du noch was Besseres, aber so war es halt sehr mehr zufriedenstellend und nahezu High-End. Nicht ganz, aber an ein paar Ecken hat es halt gefehlt. Genau. Aber halt für den Preis super. So, was macht das Neue jetzt neu? Also ich meine, das ist immer noch, von der Ausstattung war das Dreier schon halt kurz unterm S7 und den ganzen High-End-Modellen. Genau. Was machen die jetzt noch mehr? Die Gerüchte haben immer gesprochen, dass sie eine bessere Kamera einbauen, weil das war so ein bisschen noch der Hauptnachteil gegenüber S7 und Konsorten. Okay. Genau das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben die gleiche Kamera drin gelassen wie im Dreier. Hinten, genau. Was sie umgebaut haben, ist vorne eine bessere Kamera. Vorher war die ganz in Ordnung und jetzt auch 16 Megapixel, irgendwie ein Samsung-Sensor. Okay. Wird ein bisschen besser sein für Leute, die tatsächlich Selfies machen wollen. Ist aber, glaube ich, nicht so entscheidend. Was sie noch gemacht haben, ist ein schnellerer Prozessor. Ganz kurz, Samsung oder Sony-Sensor? Hinten ist ein Sony drin, wie bisher, und vorne ist ein Samsung drin. Vorher weiß ich gar nicht mehr, was sie hatten. Der neue jedenfalls wird ein 16-Megapixel-Samsung sein. Okay. Ja. Und hinten der, wie gesagt, fast auf dem Niveau vom S7 war es damals. Aber naja, man könnte sich ein bisschen mehr wünschen. Das letzte Quäntchen. Beim Display ja eigentlich auch, ne? Beim Display eigentlich auch. Sie haben ein super farbkräftiges OLED-Display, was allen gefällt, die es sehen, aber es hat nur Full-HD-Auflösung. Und das bei 5,5 Zoll. Die ganze Konkurrenz hat jetzt schon die 2560x1440. Und wenn man eine gute Brille hat, erkennt man den Unterschied durchaus. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? Also eigentlich vermisst man nichts bei Full-HD bei 5,5 Zoll, aber wenn man es daneben legt, ein höher auflösendes, so, dann ist es halt schon ein bisschen geiler. Genau. Also genau, es ist so das letzte Quäntchen, halt so ähnlich wie bei der Kamera, ne? Ganz genau. Wenn man wiederum nur Filme guckt, hauptsächlich, dann spielt es keine Rolle, weil die sind ja auch alle meistens nur in Full HD so ungefähr. Das haben die jetzt bestimmt bei dem neuen verbessert, oder? Das Display. Ja. Und es gibt einen etwas besseren Akku. Der hat irgendwie 10% ungefähr mehr Kapazität, aber es ist eben auch ein schnellerer Prozessor drin. Von daher können wir noch nicht sagen, ob die Laufzeiten besser sind oder gleich bleiben. Snapdragon 821 jetzt anstatt 820. 820, ne? Obwohl ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, ihm sei das OnePlus zu langsam. Nee, also drehen sie an einer Schraube, die irgendwie. Also Grafikeinheit ist auch noch ein bisschen schneller, aber dadurch, dass es auch nur Full HD zeigt, ich habe das Ding nie an die Grenze gebracht und schaffe es jetzt auch noch nicht, egal bei welchen Anwendungen oder ob du hin und her switcht zwischen den Apps und so. Weiterhin 6 GB RAM. 6 GB, das ist auch schon extrem super ordentlich. Ja. Genau, da braucht man auch wirklich nicht mehr. Okay, also wirklich, die haben es nochmal ein bisschen höher gedreht irgendwie alles, bis auf das Display und die Hauptkamera. Und die Kamera, genau. Obwohl man eigentlich an den Stellen jetzt nicht wirklich was vermisst hat. Wir hatten es jetzt noch nicht in der Hand, aber rein von den Specs her, würdest du sagen, für wen lohnt sich das denn jetzt überhaupt? Abgesehen mal davon, dass das Alte jetzt wohl auch nicht mehr verkauft wird, ne? Genau, das kam jetzt auch die Tage raus. Das Alte wird es in Deutschland nicht mehr geben und es ist jetzt schon nicht mehr lieferbar. Das heißt, man hat sowieso keine Wahl. Aber man hat keine Wahl. Das Neue wird 440 Euro übrigens kosten gegenüber den 400. Okay. Mit wie viel Speicher? Mit 64 GB Speicher. Das ist ordentlich, also das wird man selten an die Grenze bringen, aber kein SD-Slot, wie auch das alte. Es wird eine 128 GB Version geben, die höchstwahrscheinlich 480 Euro kosten wird. Gut, auch gut. Kann man machen, wenn man das braucht.
Das Problem ist, also genau, als es so vor einem halben Jahr 400 Euro kostete, mhm, war es ein super Preis gegenüber einem S7, was damals 600, 700 Euro gekostet, mhm, hat. Jetzt kostet es 440 und ein S7 ist auf 550 Euro gefallen. Mhm. Also Tagesdeals gibt es auch mal, ja, gibt's auch mal für 500, so, genau, wenn du mal Glück hast oder so, oder wenn, mhm, du ein Risiko eingehst, ja, bei irgendwelchen dubiosen Shops. Genau. Okay, also es, würdest du sagen, es ist halt immer noch so der Preis-Leistungs-Knaller, es ist immer noch der No-Brainer, wo man einfach zugreifen kann, wenn man nicht das absolut geilste haben möchte, sondern nur was richtig Gutes? Wenn man nur auf die technischen Daten guckt, ist das S7 überlegen. Es hat die bessere, mhm, Kamera, das bessere Display und eine bessere Laufzeit. Also beim 3T wissen wir es noch nicht mit der, mhm, Laufzeit. Hier sind die Vorteile eher, es ist das schlankere System. Diese ganzen Samsung-Apps und Werbemist und sowas, mhm, das fehlt alles. Man kriegt hier das sogenannte Oxygen OS, das ist ein Android-Derivat. Ein Update auf Android 7 haben sie versprochen, mhm, macht Samsung aber auch fürs S7. Sie sind gerade im Beta-Test. Ist das genauso angepasst und zugemüllt mit allem Kram, was man nicht haben will, so wie bei Samsung? Oder? Nee, es ist sehr schlank. Okay. Man schaltet es an, muss ein bisschen was nur runterschmeißen und hat sofort ein schnelles, schlankes System. Ist das so ähnlich wie auf den Motorola-Geräten, wo dann so ein, zwei zusätzliche Apps sind oder vielleicht, jo, mal eine spezielle Systemeinstellung, aber ansonsten alles blank? Ja, so, ja, so ungefähr ist es. Okay, also, mhm, gerade so für ja, in der Redaktion, glaube ich, das ist sehr beliebt. Solch, also so die Nexus-Smartphones waren, ja, bislang halt immer hoch im Kurs. Und, mhm, also ist halt was für jemanden, der halt den ganzen, auf den ganzen Herstellerkram verzichten, ja, kann. Ja, auf jeden Fall. Okay, mhm, also nicht mehr ganz so heftiges Preis-Leistungs-Knaller, mhm, aber immer noch preiswerter als die meisten anderen Geräte, die ähnlich ausgestattet sind. Ne? Ganz genau. Mhm. Jo, du hattest vorhin erzählt, dass, mhm, du und auch dein Sohn überlegen, sich das jeweils zu holen. Was, ja, was ist denn für dich so der Knackpunkt? Ja, ich brauche jetzt mal ein neues. Also ich bin einer von diesen Nexus-Leuten. Ich habe noch einen Nexus 5 oder so und dann, mhm, dann brauche ich halt eins. Und wichtig für mich ist halt, dass ich auch ein aktuelles System habe, dass das mhm, Android 7 kommt. Ist das schon auf dem neuen drauf, auf dem 3T? Noch nicht. Es läuft jetzt gerade der Beta-Test, dass sie es auf die 3 bringen. Das, okay, müsste jetzt jeden Moment bimmeln und es, ja, kommt. Und sie haben gesagt, die Updates kommen gleichzeitig fürs 3 und 3T. Okay. Mhm. Gut. Aktuelles System, ja. Ja, Fingerabdrucksensor finde ich sexy. Einfach schnell ein- und ausschalten. Mhm. Das finde ich cool. Eine ordentliche Kamera finde ich auch wichtig. Also dann braucht man auf einer Messe oder so, braucht man dann wirklich keine zusätzliche Knipse mehr mit rumschleppen. Mhm. Ja, und genug Speicher ist ja sowieso, also bei 64 GB, das, ja, sollte reichen fürs Erste. Also ich habe jetzt, mhm, das erste Mal eins mit einem Handy mit 128. Und es ist aber auch das erste Mal, dass ich über die 64 GB komme, weil ich wie blöd halt einfach Spotify-Lieder und weiß ich was speichere. Mhm. Also ich glaube, wenn man es nicht drauf anlegt, dann kriegt man 64 GB sehr, sehr schwer voll nur. Mhm. Ja. Okay, also SD-Karten-Slots hat es nicht, ne? SD hat es nicht, ja, genau. Gut. Also, mhm, ein Knackpunkt ist natürlich immer noch die Größe, ne? 5,5 Zoll ist halt schon immer noch was, worüber man diskutiert. Gut, du bist mit deinem Note ja glücklich. Gegenüber, ne, meinem Note ist es schön, ja, schlank. Okay. Ja. Also mir ist es immer noch zu groß. Ich finde so 5,1 Zoll finde ich ideal. Hattest du schon mal so ein großes, Jo? Nee, ich hatte noch nicht so ein großes, aber ich glaube, ja, da gewöhnt man sich dann auch dran. Wahrscheinlich, ne? Ja. Das hat mit allen anderen Größen, mhm, bislang auch immer funktioniert. Ja. Aber ich, mhm, glaube, es ist trotzdem immer noch so ein Diskussionspunkt. Also, ja, ich habe mich bislang noch nicht dran gewöhnt, aber ich hatte auch noch nie eins mehrere Tage in der Hosentasche. Mhm. Gut. Ganz cool fand ich da das Moto Z. Das ist ja super flach. Das, ja, wiegt irgendwie nur ganz, ganz wenig und, ja, und ist irgendwie gefühlt das dünnste Handy, was ich je in Händen gehabt habe. Ja, war ja auch 5,5 Zoll. So wie früher das Razer, ja, von, ja, Motorola auch, ja. Mhm. Ja, vielleicht kann man da noch in die Richtung arbeiten, aber, mhm, ansonsten, die Display-Ränder werden ja auch immer dünner. Die machen, ja, auch immer mehr Werbung damit. Mhm. Dadurch wirkt es auch kompakter. Okay, also erstmal von dir aus keine großen Einwände. Und immer noch ein sehr interessantes Gerät zu einem ziemlich heißen Preis. Genau. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Man kann halt nicht in den Elektronikmarkt gehen und sich beschweren, dass es irgendwie kaputt ist. Oder genau. So, sondern muss da halt mit den Chinesen sich auseinandersetzen. Okay, ja, sehr interessant. Wir kommen zu einer Selbstbastellösung, wo man eigentlich gar nichts kaufen muss. Dennis, du hast... du hast Nintendo-Spiele erstmal auf den PC gebracht. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Emulatoren, ja, gibt es ja schon sehr lange zu, ja, allen möglichen Konsolen. Ich habe früher Pokémon Game Boy auf dem PC gezockt, was ich nie wieder tun würde jetzt. Aber du hast es quasi aufs nächste Level gehievt, ne? Du kannst, ja, Nintendo-Spiele in 4K zocken. Ja, also naja, ich habe das nicht gemacht. Das haben halt die Open-Source-Entwickler. Aber du hast es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert, ja, ja, genau. Also die Open-Source-Entwickler vom Dolphin-Emulator, die haben das gemacht. Dolphin, den, ja, Dolphin, okay, heißt ja, und den gibt es da fällt mir schon normalerweise erstmal der Android-Browser und iOS-Browser, ja, ein, aber genau, das hat nichts damit zu tun. Nee, wahrscheinlich. Nee. Okay. Also das war, glaube ich, mal Dolphin, war, glaube ich, mal ein Code-Entwicklungsname für den...
GameCube, wenn ich jetzt nicht was durcheinander werfe. Also es ist auf jeden Fall auch ein Emulator. Die wahrscheinlich bislang unbeliebteste Konsole von Nintendo. Vom GameCube, ja. Aber mittlerweile sehe ich das auch anders. Also der GameCube hatte schon so ein paar Perlen. Ja, fand ich auch. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also es ist auf jeden Fall ein Emulator für Wii-Spiele und für GameCube halt. Ne? Okay. Und den gibt es jetzt auch schon seit, ich weiß es gar nicht, im Artikel steht es drin, ich glaube 5-6 Jahre basteln die da schon dran. Und das Teil hat sich halt wirklich konsequent quelloffen par excellence weiterentwickelt. Also es ist free, ist es quelloffene Freeware? Genau. Kannst du es kostenlos runterladen? Ja, ja, genau. Also richtig. Und der ganze Code steht auch auf GitHub zur Verfügung. Okay. Du kannst damit einsteigen, mitentwickeln, wenn du lustig bist. Und die bringen fast täglich auch Entwicklerversionen raus. Ne? Also die mit zum Beispiel die Grafik-API Vulkan haben die jetzt reingeschossen, also die sind auch eigentlich immer am Puls der Zeit halt. Ne? Okay. Das heißt, du kannst die Spiele dann extrem hochschrauben optisch, also es ist wirklich, wirklich genial, weil offiziell laufen die mit 640x480. Boah. Also das will man selbst die Wii-Spiele von damals noch. Ja, genau, also die Wii war ja zu ihrer Zeit dann keine HD-Konsole, da war ja schon... Aber es gab so einen HD-Modus, ne? Na, die kann halt über Komponente das Signal zumindest progressiv rausgeben. Okay. Aber es ist immer noch analog und kein HD, also auch nicht die kleine 280x720 Auflösung kann die auch nicht. Das halt bei 640x480p ist Schluss. Ja, und das sieht halt irgendwie nicht toll aus. Ne? Mhm. Und du kannst es mit dem Dolphin-Emulator, das Geniale ist, der skaliert die Grafik nicht hoch, also der erzeugt nicht künstlich Bildpunkte durch Skalierung, sondern der berechnet es wirklich nativ. Ne? Okay. Und das kannst du hochschrauben bis zu 4K, noch höher, bis der Grafikkarte halt die Luft ausgeht. Ne? Und also wir haben halt ein paar alte Spiele dann nochmal in 4K hochgeschraubt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also und das ist Wahnsinn. Okay, und das funktioniert dann auch, ohne dass da großartig Fehler auftauchen oder dass die Spiele zerschießt? Also ich meine, das ist ja normalerweise nicht ohne weiteres möglich. Richtig, also bei einer Emulation musst du ja komplett in Software die Konsole nachbauen. Ja. Also du musst vom Ethernet-Adapter, von der Wii über die GPU-Grafikkarteneinheit und so weiter, musst du alles in Software nachbauen. Das ist natürlich extrem aufwendig. Das heißt, du brauchst einen sehr leistungsfähigen Rechner, also Dolphin limitiert bei der CPU. Das heißt, du brauchst einen Prozessor mit richtig viel Single-Thread-Performance. Was heißt das? Also ein i5 sollte schon sein. Okay. Also, weil, die Single-Thread-Performance ist extrem wichtig, weil Dolphin läuft maximal auf 3 Kernen und diese i5, i7-Prozessoren von Intel, die sind halt bei der Single-Thread-Performance extrem. Also jetzt ein 8-Kerner von AMD oder so? Würde nichts bringen. Also wir haben auch gemessen, wir hatten ein Top-Modell, ich glaube, es war der FX8000 von AMD und der war wirklich halb so schnell wie ein i5 halt, ne? Weil die Single-Thread-Performance AMD, Intel in dem Bereich halt echt, ist Intel einfach weiter. Ist GPU, so bringt mir das irgendwas? Oder läuft das wirklich alles über die CPU? Also du brauchst, für 4K brauchst du auch eine fette Grafikkarte. Okay. Ich sag mal, die muss schon, wir hatten jetzt mit einem anspruchsvollsten Titel getestet, Super Mario Galaxy, da brauchst du schon eine GTX 1070. Wow. Also wirklich, wirklich eine Top-Karte. 400-Euro-Bereich ist das ja dann. Ja, genau, genau. Wenn du in Full-HD flüssig spielen willst, mit Anti-Aliasing, also Kantenglättung und so weiter, dann brauchst du für Galaxy eine 79 GTX oder analog eine AMD. Mario halt, Galaxy war für euch so ein bisschen in der Referenztitel, weil das richtig Hardware Genau, also das ist war, so, ne? Laut unseren Tests ist das einer der anspruchsvollsten Titel. Das also kommt von der Wii noch, ne? Genau, das war ein Launch-Titel von der Wii. Also ist jetzt mittlerweile, das Spiel ist glaube ich 9 Jahre alt und wenn du das in 4K aufpumpst und mit Kantenglättung und so, dann sieht das aus, als wäre es irgendwie letzte Woche rausgekommen. wenn es jetzt nicht 4K sein muss, also was reicht dann für einen Rechner für Full HD? Full HD, ja, da reicht eigentlich dann eine Mittelklasse-Karte und wie gesagt, 200-300 Euro. Genau, so ein i5 brauchst du auch schon. Genau, wir haben auch noch ein Vergleichsvideo gemacht. Ja, geil, genau. Mario Kart, ja. Da sieht man links Standardauflösung, rechts ist es dann in Full HD. Ja. In 4K sieht es noch schärfer aus. Und was richtig genial ist... Ja, wir zeigen ja sowieso nur 720p, ja, genau. Deswegen ist der Unterschied jetzt nicht ganz so groß. Höher geht's nicht. Aber hier sieht man es auch, links flimmert es extrem. Ja. Oh, das rechts, ist Rogue Squadron. Ja, genau, eins der besten Star Wars Spiele. Das habe ich nie GameCube durchgezockt. Zum Beispiel. Eigentlich fand ich es total geil. Ich habe es noch original auf der Wii, beziehungsweise GameCube halt. Ich habe das nie durchgezockt, weil bei der Auflösung
hast du die Gegner oft einfach nicht gesehen, in der Entfernung. Ja, ja. Das war so anstrengend. Richtig, deswegen habe ich das nie durchgespielt. Und vom Gameplay war es eigentlich der Hammer. Das ist auch heute. Aber es war unspielbar. Jetzt kannst du es halt dann nochmal richtig erleben. Ne? Also ja. Ich habe dann auch wirklich teilweise wieder die alten Spiele ausgetragen. Brauchst ein paar Tage Gleitzeit? So. Ja, ich habe die Wii auch noch angeschlossen. Ich habe da vor kurzem überlegt, ob ich die mal weghaue, weil ich jetzt die PlayStation VR und so da liegen habe. Aber eigentlich ist es immer noch Also geil. Es macht wirklich Spaß. Und was halt wirklich genial ist, bei dem Star Wars, was wir gerade gesehen haben, und bei Super Mario Galaxy, da haben die halt die Community haben halt wirklich HD-Texturpakete nochmal gebastelt. Ach was. Also die haben sich wirklich die Mühe gemacht, wirklich die, weiß ich, die Bodentextur, die Wandtexturen und von den Charakteren haben die alles nochmal in 4K-Texturen nachgebastelt und das alles drauf gemappt. Und im Heft beschreibe ich halt, wie man diese Texturen dann in Dolphin einbindet, sodass er die auch lädt. Das ist eigentlich relativ simpel, aber im Artikel steht es detailliert drin. Das und klingt jetzt schon nach Bastelei will ich nicht sagen. Man muss schon was einstellen und so weiter. Musst, also es gibt ja auch Emulatoren, da hast du die ISO-Datei, wo auch immer du die her hast, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Und packst die halt rein und dann läuft es halt einfach in der nativen Auflösung normalerweise. Wie ist das jetzt bei Dolphin? Muss ich da viel erstmal ausprobieren und brauchst so weiter? Brauchst du eigentlich nicht. Also im Endeffekt reicht es auch, wenn du musst Dolphin öffnen, sagst ihm, da liegen die ISOs und dann drückst du auf Start, dann geht's los. Okay. Ja, und dann hast du halt die Standardauflösung, wie du schon meintest. Und dann kannst du aber in den Optionen, das erklärt sich von selbst, dann stellst du einfach eine höhere Auflösung ein. Und dann musst du ausprobieren, was deine Hardware kann. Genau, dann kannst du ein bisschen rumprobieren. Und bei Nintendo-Spielen ist es halt in der Regel so, dass die in 60 Frames pro Sekunde laufen. Okay. Ja, also und dadurch, dass das Spielgerüst quasi schon auf 60 Bilder die Sekunde ausgelegt ist, muss der Rechner das auch schaffen. Weil wenn es dann sogar nur auf 50 fällt, denkt man, okay, 10 Frames wieder weniger müsste eigentlich gehen, kommt aber das ganze Spielgerüst, weil es auf 60 Frames ausgelegt ist, kommt es ins Wanken halt. Ne? Das ist einfach so ein System, wo, wenn eine Komponente nicht mehr ganz funktioniert. Genau, und du musst halt dann zwingend diese 60 Bilder, du musst mal rechnen, wenn du dann wirklich 4K, 60 Bilder die Sekunde, das sind Bildpunkte im Millionenbereich, also da musst du halt schon echt Leistung drunter haben. Ne? Knackpunkt bei, das heißt aber auch, die Spiele nutzen die Auflösung, die merken richtig, yo, jetzt laufe ich mit irgendwie Full HD und man kann den Platz, das ist nicht einfach nur aufgepumpt. Nee, also es ist wirklich richtig nativ Bildpunkt für Bildpunkt berechnet. Wie gesagt, keine Skalierung halt. Ne? Und wenn du da die HD-Texturen noch reinbutterst, sag ich mal. Das braucht ja wahrscheinlich auch eine riesen Community, Leute, die sich da engagiert haben. Also die sind da, wie gesagt, da kommen fast täglich Entwicklerversionen, Entwicklerbuilds halt. Ne? Also da ist richtig was los. Die machen gute Arbeit, echt. Knackpunkt generell bei Konsolen und speziell auch bei der Wii ist ja natürlich der Controller. Also das war ja dieser Bewegungscontroller. Genau. Du hast jetzt hier schon das Xbox-Pad liegen. Wie funktioniert das? Kann ich irgendwie mal die Original-Controller verwenden oder kann ich es gut emulieren? Du kannst... Das lebt ja schon, viele Wii-Spiele leben ja von der Bewegungssteuerung. Ja, klar. Also es ist so, du kannst auch mit der Original-Wii-Fernbedienung spielen. Ist Voraussetzung, du hast einen Bluetooth-Adapter. Okay. MPC, Ah, die kommunizieren ganz über normalen Bluetooth-Standard an sich? Genau, das wird dann aber... Mit Nunchuk und so? Richtig, das kannst du auch, alle Zubehörsachen kannst du anschließen, Nunchuk, das war ja dieser Zusatzcontroller, hier ist die Bewegungsfernbedienung und hier dann so einen normalen Joystick-Controller, das funktioniert, ist aber auch nur emuliert. Und die haben jetzt gerade eine Entwicklerversion veröffentlicht, da haben sie es geschafft, also du musst einen alternativen Bluetooth-Stack installieren. Und dann machen sie quasi einen Pass-Through, also die reichen das dann wirklich komplett durch. Okay. Das heißt, damit kommst du dann am nahesten an die Original-Wii-Bedienungsmöglichkeiten halt. Ne? Aber das ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen, gerade erst in der Entwicklerversion, läuft bei manchen Spielen schon besser. Aber ist noch nicht 100% perfekt. Und alternativ kannst du auch eine Wii-Fernbedienung in dem Sinne emulieren, als dass du einfach einen Xbox-Controller, also das kannst du auch mit jedem normalen Gamepad machen, zwei Sticks solltest du schon haben halt, ne? Dann kannst du die ganz normal mappen. Also, und wie gut funktioniert das dann? Das funktioniert eigentlich super. Ja? Also wir können auch gleich mal reingucken. Du kannst was zeigen, wir brauchen gar nicht uns fusselig reden. Also ich habe zum Beispiel das auch einfach mal angucken. Bei der Geschichte hier, das ist jetzt auch, komme ich hier in die Fernbedienung da. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Vorhin hat es nämlich nicht funktioniert, umzuschalten. Und geht's? Ja, es geht. Und hier steht jetzt der Gaming-Rechner, den seht ihr jetzt gerade nicht. Das ist jetzt Super Mario Galaxy in Full HD mit Vierfachkantenglättung und HD-Texturen. Da ist jetzt eine GTX 79 drin und eine i5. Das wäre normalerweise auch über die Bewegungssteuerung gesteuert worden? Genau, da ist es so, da würdest du Mario mit dem Nunchuk-Stick bewegen. Ja. Das habe ich dann einfach auf den linken Stick gemappt. Und dann sieht man jetzt hier diesen blauen Stern in der Mitte.
Das wäre jetzt quasi, würde man mit der Wii-Fernbedienung, würde man diesen Stern bewegen. Ja. Aber ich habe dann diese Infrarot. Boah, das sieht schon geil aus. Also diese Infrarotbewegung habe ich dann einfach auf den rechten Stick gemappt. Ist ein bisschen unbequem, aber du kannst, du gewöhnst dich ganz schnell dran. Und dadurch, dass die Kamera irgendwie automatisch läuft. Das ist jetzt auch mit Spezialtexturen? Ja, ja, hier sind jetzt auch die HD-Texturen schon drin. Ne? Wie gesagt, das Spiel ist 9 Jahre alt. Wow. Ja. Wir haben ja, wir haben es auch schon kurz im Vergleichsvideo gesehen, wenn man das in 640x480 anguckt. Das sieht so gruselig aus. Ich will richtig Bock. Deswegen, also der Artikel heißt auch mein altes, neues Lieblingsspiel, weil das hat mich so geflasht. Ich habe mich dann abends, als die Familie im Bett war, echt wieder hingesetzt und gezockt, wie früher. Ja, ich glaube, ich schmeiß meine Wii nachher auch nochmal an. Wahrscheinlich bin ich enttäuscht wegen der Auflösung, aber. Ja. jetzt natürlich noch die Gretchenfrage: Wo kommen die ISOs her? Ja, also es ist so, Dolphin funktioniert auch nur mit einem ISO-Abbild. Also wenn du eine Original-DVD hast von der Wii, das waren ja so Probleme. Beziehungsweise eine Mini-DVD vom GameCube, genau, das super spezielle Format. Ja, ja, genau. Und die hatten ja so proprietäre DVD. Also es war jetzt kein Daten-DVD-Stand, das war was Proprietäres. Ja. Und du brauchst so oder so ein ISO-Abbild halt. Mhm. Ne? Und in der Regel kannst du jetzt sagen, okay, Recht auf Privatkopie, du musst die Lizenz besitzen quasi, also du musst das Spiel im Schrank stehen haben und dann kann man sich mit Tools halt davon eine Privatkopie quasi ziehen. Ne? Okay. Und ich meine, im Netz... Kann ich auch, wenn ich die Privatkopie habe, mir dann im Netz eine ISO ziehen? Würde ich nicht empfehlen. Also ich habe mit unserer Rechtsabteilung gesprochen und es ist natürlich klar, das sind rechtswidrige Kopien, die da angeboten werden auf den ROM-Seiten. Okay. Und die sollte man dementsprechend dann auch versuchen zu meiden dann. Ne? Da gibt es dann, glaube ich, 2 Methoden, um ein Abbild zu erzeugen. Ne? Genau, du kannst es mit dem Rechner machen, da brauchst du aber ein spezielles DVD-Laufwerk. Mhm. Also nicht alle erkennen diese proprietären Disks halt. Mhm. Oder aber du hast eine Wii mit einem Softmod und diesem sogenannten Homebrew-Channel. Mhm. Dann kannst du die direkt in der Wii auf einer SD-Karte rippen. Also es ist auch alles ein bisschen Bastelei. Steht alles im Artikel noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wer das machen will, findet das eine wirklich ziemlich detaillierte Anleitung. Also ich habe damals, es ist schon lange her, meine Wii gecrackt halt. Zu ähnlichen Zwecken. Mhm. Und es hat 3 Tage gedauert. Das war, früher war das echt furchtbar. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon einfachere Tools, die das auch ein bisschen so automatisierter machen. All-in-One-mäßig gibt es das auch. Ja, ja. Okay, gut. Ja, also wenn ihr Bock habt, wenn ihr vor Weihnachten vielleicht auch noch nichts vorhabt, es ist echt ein geiles Projekt. Und ich habe jetzt wieder richtig Bock auf die alten Nintendo-Spiele. Vielleicht spiele ich ja Rogue Squadron doch nochmal durch. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, ja, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, hoffentlich. Und bis dahin, du, Jo, hattest, glaube ich, auch eine Anleitung noch, wie man seinen Facebook-Account zumindest zum Teil aufrollen und ein bisschen, schützt. Ein bisschen geschützt hat und unterwegs ist, genau. Ist auch so ein Projekt, glaube ich, wo man sich einfach mal eine Stunde setzen muss mit der CT und dem Rechner. Mich gruselt so ein bisschen davor. Lieber zocken. Ja, lieber zocken wahrscheinlich erstmal schon. Mal gucken. Alles klar, wir sehen uns, ne? Bis dann, ciao. Tschüss.